Was geht ab, meine Damen, meine Herren, zu einem weiteren Pokémon Schwert und Schild Video hier auf meinem Kanal. Und Breaking News, meine Damen und Herren, denn wir haben gestern mehrere Informationen zu den Spielern Pokémon Schwert und Schild bekommen. Und zwar hat The Game Informer mit den Entwicklern von Pokémon Schwert und Schild geredet und es kamen einige interessante News ans Licht und genau diese werden wir heute besprechen, beziehungsweise werde ich euch vorstellen, meine persönliche Meinung dalassen und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange den heißen Brei, wir fangen direkt an. Kommen wir zu der Sache, die gestern am meisten abging und zwar ist das, dass wir 18 Arenen bekommen werden. Und ja, ihr habt richtig gehört, 18. In allen Pokémon-Spielen hatten wir bisher 8 Arenen, Ausnahme natürlich die zweite Generation, wo wir 16 hatten. Und jetzt bekommen wir 18. Und diese sollen in zwei unterschiedliche Ligen getrennt werden, sodass wir einmal eine Minor und einmal eine Major League haben. Das hört sich an wie so die Major League of Soccer und so soll es auch dargestellt werden. Denn jedes dieser Arena-Mitglieder soll oder kann, wie halt Gerüchte sagen, ein Pokémon-Typ sein, denn wir haben 18 Pokémon-Typen und diese 18 Typen können in dieser Liga mitmachen. Das heißt, für jeden Typen haben wir eventuell einen Arena-Leiter, der in einer der unterschiedlichen Ligen mitmacht. Das heißt, wir haben stärkere Arena-Leiter und schwächere Arena-Leiter. Ob diese auf- und absteigen können, ob das eventuell nur mit dem Postgame zu tun hat, sodass man halt auch gegen andere Arena-Leiter antreten kann, ist noch nicht bekannt. Aber ich muss sagen, dass dieses Feature... Oh, das macht schon Bock, ne? Weil es gibt sehr, sehr viel Spielraum, was man damit machen kann, beziehungsweise wie man da vorgehen kann. Und genau das mag ich, muss ich an der Stelle behaupten. Und vielleicht ist es auch so, wir haben ja schon erfahren, dass in Pokémon Schwert und Schild Arena-Leiter exklusiv sind, wie zum Beispiel der Geist-Arena-Leiter oder die Kampf-Arena-Leiterin. Und das muss ja heißen, dass wir die Arena-Leiter dort in anderen Typen oder beziehungsweise in den anderen Spielen nicht sehen können. Also ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Eine sehr, sehr interessante News. Ich bin offen für alles. Das nächste wird wahrscheinlich viel interessieren, die Shinies hunten, beziehungsweise Shinies Soft Reset machen. Denn der Autosave wurde vor ein paar Wochen ja schon mal angeteasert, dass das Spiel automatisch speichern kann. Ne? Das heißt, wir haben ein Autosave. Viele hatten dort Angst, dass wir daher natürlich nicht mehr Shinies resetten können. Denn ne, sobald du halt einen Shiny Encounter hast, vielleicht speichert das Spiel dann automatisch und das Pokémon kann nicht gesoft resettet werden. Das heißt, man kann zum Beispiel kein Shiny Mewtwo in Pokémon Let's Go bekommen, weil man das Spiel mehrmals neu starten muss. Und wenn ein Autosave dazwischen ist, ist das Ganze nicht mehr möglich. Aber Entwarnung, und zwar soll man diese Autosave-Sache ausschalten können. Das heißt, man kann, wie bei Breath of the Wild zum Beispiel, ein Autosave die ganze Zeit laufen machen, wenn man in ein anderes Gebiet reinkommt, so falls man dann halt mal das Speichern vergessen sollte, speichert das Spiel für euch ab. Was eine ganz gute Sache ist. Aber man kann das Ganze auch ausstellen und so halt seine Soft Resets und alles machen. Ne? Also, da kleine Entwarnung. Ein weiteres Feature ist, dass es keine EP-Teiler mehr geben wird. Viele schreien jetzt wahrscheinlich und sagen, yes, war ein scheiß Feature, braucht kein Mensch, ich trainiere meine Pokémon eh durch Kampf. Aber jetzt haben wir erfahren, dass jedes Pokémon immer EP bekommen wird. Das heißt, es gibt das Item EP-Teiler nicht mehr, aber es ist ähnlich wie in Let's Go. Dass jedes Pokémon halt im Team Erfahrungspunkte bekommt nach einem Kampf oder ähnlichem, was ich sehr schade finde tatsächlich. Denn, weiß ich nicht, für mich hat das damals immer was ausgemacht. Klar, es ist ätzend, halt neue Pokémon hochzutrainieren, aber das Pokémon sollte meiner Ansicht nach immer im Kampf beteiligt sein, weil sonst verdient es meiner Ansicht nach auch keine Erfahrungspunkte. Und dieser EP-Teiler hat dann, war so ein Item, ne, das war in den ersten Generationen halt so, yo, nur das Pokémon, was halt im Kampf war, hat es bekommen, plus halt der EP-Teiler und dann war es halt später so, dass fast alle Pokémon was dazu bekommen haben. Das fand ich ein bisschen schade tatsächlich und jetzt mit der Erneuerung, ich hoffe, dass man es auch ausstellen kann, weil sonst overlevelt man sehr, sehr schnell und muss viele Pokémon auf die Bank legen, beziehungsweise auf die Bank sei schon eher auf die Box legen, damit diese halt nicht overleveln, weil das wird sonst nämlich so sein, weil wenn jedes Pokémon nach jedem Kampf Erfahrungspunkte bekommt, kann das sehr schnell, ja, ins Overleveln führen. Die nächste Sache sind die VMs. VMs wird es ebenfalls nicht im Pokémon Schwert und Schild geben. Das heißt, wir haben keine VM-Sklaven mehr. Haben wir halt auch in Let's Go schon nicht gehabt. Und ja, bin ich jetzt auch nicht mad drüber. Ne? Wir hatten das ja auch, oder beziehungsweise man hatte das ja halt schon auch in mehreren Generationen, dass man halt mit Hilfe von Maschinen oder ähnliches diese ganzen VM-Sachen ne, komplett abdanken kann. Aber man hat ja auch schon erfahren, dass im Pokémon Schwert und Schild Sachen möglich sind, wie zum Beispiel übers Wasser zu fahren mit dem Rotom oder ähnliches. Von daher finde ich nicht mad. Ich glaube, es gibt halt coole VMs, sei es Surfer oder sowas, die halt immer noch stark waren. Oder Fliegen ne, für einen Flugmove, auch wenn er 2 Runden braucht zum Setupen.
Aber ja, bin ich jetzt noch nicht mad drüber, muss ich sagen. Eine Sache, die wahrscheinlich viele Leute sehr aufgeregt hat, ist, dass der Nationaldex ja nicht im Pokémon Schwert und Schild vertreten sein wird. Und ich kann da einige Leute verstehen, aber viele auch nicht. Denn ich möchte zum Beispiel nicht Pokémon wie Picolente und Dusselgur in mein Team aufnehmen. Und die sind auch competitive-mäßig nicht so stark. Von daher finde ich das wirklich nicht schlimm, sag ich mal, Pokémon nicht benutzen zu müssen, die ich halt eh nicht benutze. Ne? Also das sollte, glaube ich, klar sein. Klar finde ich es schade, einige Pokémon vielleicht nicht benutzen zu können. Aber das Ganze ist fürs Competitive sehr, sehr gut, denn man macht so einen kleinen Shift sozusagen. Es kommen Pokémon ins Meta, die normalerweise nicht im Meta wären. Und ja, das ist eine Sache, die eine Neuerung mit sich bringt. Und Pokémon, zum Beispiel Game Freak oder halt die Spieleentwickler, haben nun gesagt, dass Pokémon, die nicht in Schwert und Schild vertreten sein werden, in zukünftigen Spielen wieder auftreten werden. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt ein Tau-Boss in Pokémon Schwert und Schild nicht sein soll, wird es aber halt eventuell in den Sinnoh-Remakes oder gar in Pokémon Gun oder wie das nächste Spiel auch immer heißen mag, vertreten sein. Also davon können wir dann ausgehen, dass die Pokémon, die wir jetzt nicht sehen, nicht für immer weg sind, was halt gut ist. Aber den Nationaldex wird es höchstwahrscheinlich nicht in voller Form geben. Ne? Aber ja, wie gesagt, kennt meine Meinung dazu, jeder hat seine eigene Meinung dazu, von daher will ich da auch nichts schönreden, sondern jeder kann da denken, was er möchte. Könnt natürlich in den Kommentar schreiben, euer Thema, beziehungsweise eure Meinung dazu. Es gibt noch ein neues Feature, was ich sehr, sehr interessant finde, und zwar hat Game Informer gefragt, jo, wie sieht es denn aus mit Pokémon, die man im Story-Bereich hat und die man dann nicht mehr nutzen kann, weil das Wesen halt eventuell nicht ganz so gut ist, ne, und ja, da wurde halt gesagt, dass man eventuell, beziehungsweise was heißt eventuell, dass man mit Hilfe einer Pokémon Schwert und Schild Mechanik das Wesen, beziehungsweise die Personality wurde erwähnt bei der Internetseite, dass man diese ändern kann, sodass man halt nicht unbedingt immer breeden muss, um das beste Pokémon zu bekommen, sondern dass man sein Pokémon verändern kann. Wir haben das ja schon im Laufe der Zeit gehabt mit Fähigkeit-Kapseln, dass man halt die Fähigkeit des Pokémon ändern kann oder halt mit Supertraining, dass man die Stats anpassen kann oder ähnliches, was ich halt super finde. Und jetzt noch die, beziehungsweise das Wesen zu ändern, finde ich ein guter Schritt nach vorne. Weil gerade solche, also haben sie es betitelt in der, im Interview, dass man halt die Starter-Pokémon hat und das ist dann, ja, ne, es hat kein richtiges Wesen oder sowas. Und daher kann man es halt nicht für Competitive Battles oder sowas benutzen, beziehungsweise nicht gerade gut benutzen. Ja, finde ich eine coole Neuerung. So soll man halt auch Pokémon aus den alten Gens eventuell wieder die Möglichkeit geben, die Werte anzupassen, was ich ganz geil finde. Stellt euch vor, ihr habt auch die Pokémon aus euren Kindheitstagen rübergetradet auf eure anderen Editionen und könnt diese nun competitive spielen. Das wäre einfach cool und das würde ich halt sehr, sehr feiern tatsächlich. Und ich kann mir so halt auch tatsächlich Videos vorstellen, dass ich auf meiner ganz alten Pokémon Rot die Pokémon rübertrade und damit dann irgendwie zocken kann, auch wenn der Prozess sehr, sehr langwierig ist. Eine kleinere Information, die noch rauskam, ist, dass an Pokémon Schwert und Schild die doppelte Mitarbeiterzahl als bei Pokémon Ultrasonne und Ultramond dabei waren. Das heißt, wir haben da einfach nochmal das Doppelte drauf. Auch wenn Pokémon Ultrasonne und Ultramond jetzt nicht die schwierigsten Spiele waren natürlich, ne? Also, ja, da wurde halt nicht, wurden halt ein paar Sachen angepasst und ein paar neue Sachen reingeschmissen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da die doppelte, ja, Leute, oder dass die doppelte Mitarbeiterzahl dabei war. Eine weitere Information, beziehungsweise die letzte Information, wäre noch, dass die Pokémon Company überlegt hat, ja, bei Pokémon Schwert und Schild 3 oder 5 Attacken reinzunehmen und so das komplette Kampfsystem über den Haufen zu werfen, so wie wir es kennen mit 4 Attacken. Aber sie haben sich dann doch weiterhin auf 4 geeinigt, da das die beste Möglichkeit ist, so einen balancierten Kampf zu machen. Also ja, dass es so halt balanced bleibt. Ich finde die News sehr, sehr interessant. Also am meisten finde ich natürlich, also was ist das, am meisten? Am krassesten fand ich erstmal die 18 Arenen. Finde ich mega cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Denn wir haben so eine Art Turnier-Cup da jetzt halt, so ein Turniersystem. Das heißt, Arenen sind da und da und da und da. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben ja auch ein kleines Turnier am Ende des Spieles. Das heißt, wir haben ja auch keine Top 4 mehr, sondern halt ein Turnier, ne? Was dann halt ausgefochten wird und der Gewinner dieses Turnieres kämpft dann gegen den Champ. Und ich bin sehr gespannt, freue mich auf weitere News. Leute, für mehr News und Informationen zu Schwert und Schild, schaut gerne bei den anderen Videos vorbei. Lasst gerne ein Abo da, gerne Däumchen nach oben gehen. Eure Meinung zu den ganzen Facts in die Kommentare. Ich bin raus, verabschiede mich. Euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut. Heute 15 Uhr, 16 Uhr, Battle Factory. Und heute Abend Livestream, Pokémon Let's Go. Wir reden weiterhin über die Themen. Von daher schaltet ihr gerne ein. Ich bin raus und tüdelüp.